Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend Ihnen allen an diesem Wahlsonntag, der überschattet ist vom Krieg in Israel. Kriegszustand nach Terrorangriff der Hamas. Israel greift 800 Ziele im Gazastreifen an. Mehr als 100 Menschen sind von der Hamas entführt worden. Doppelte Landtagswahlen. In Hessen gewinnt die Union deutlich dazu. In Bayern bleibt sie stärkste Kraft. Die AfD schafft es vermutlich in beiden Ländern auf Platz 2. Und Verzweiflung im afghanischen Erdbebengebiet. Mehr als 2400 Tote sind zu beklagen und Hunderte Verschüttete werden noch unter den Trümmern befürchtet. Kriegszustand in Israel mit über 600 Toten auf israelischer Seite und mindestens 370 Toten im Gazastreifen. Nach dem Überraschungsterrorangriff der Hamas gestern versucht Israel, die Lage in den Griff zu bekommen und die vielen Geiseln zu befreien. Unter den Entführten sind nach Angaben des Auswärtigen Amts wohl auch Deutsche. Dazu gleich mehr. Zunächst zu den beiden Landtagswahlen hier mit bitteren Ergebnissen für die Parteien der Bundesregierung. Wir beginnen in Bayern. Dort kann CSU-Ministerpräsident Markus Söder seine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, muss aber leichte Verluste hinnehmen. Die Freien Wähler legen zwar zu, aber zweitstärkste Kraft in Bayern wird die AfD. Die FDP fliegt aus dem Landtag. In unserem Wahlstudio in München hat Matthias Vornhoff die neuesten Zahlen. So sieht das aus als Grundlage für alle weiteren Diskussionen. Die neue Hochrechnung aus Bayern, 19 Uhr. Die CSU kommt demnach auf 36,5% mit sehr leichten Verlusten. Die Grünen 15,5% verlieren etwas mehr. Die Freien Wähler 14,2% mit Zugewinnen. Die AfD 15,7% wäre damit knapp im Moment zweitstärkste Partei. Die SPD 8,5% mit Verlusten und die FDP bei 3% sicher nicht drin. Die kleinen Parteien 6,6% insgesamt. Wir schauen mal, was das heißt für die Sitzverteilung hier in Bayern. 205 Sitze sind es derzeit, kann sich noch verändern im Laufe des Abends, aber nicht das Kräfteverhältnis der Parteien dadurch. Die CSU 83, Grüne 35. Freie Wähler 32, AfD 36 und die SPD 19 Sitze. Wer könnte mit diesen Zahlen und diesen Sitzen regieren? CSU und Freie Wähler, das amtierende Bündnis in den letzten Jahren, 115 Sitze. Diese Linie muss erreicht werden, 103. Das ist die absolute Mehrheit, reicht also dicke. CSU und Grüne, Schwarz-Grün, kommt auf 118. Das reicht sogar noch deutlicher. Und CSU und SPD, das würde, wenn auch knapp, nicht reichen. Das ist mal der Stand der Dinge in Bayern. Danke schön, Matthias, für den Moment. Und die Reaktionen aus Bayern hat jetzt Bettina Schausten. Ja, so ist es. Wir sind hier am Tisch versammelt und ich beginne mit Markus Söder, dem Ministerpräsident von Bayern, der das auch bleiben kann. Jetzt haben wir schon gehört, Herr Söder, ein stabiles Ergebnis. Es ist aber eines, das unter dem liegt, was Sie beim letzten Mal eingefahren haben. Also zufrieden können Sie nicht sein. Na, warten wir mal wirklich noch mal ab, was der Wahlabend bringt. Aber Fakt ist so, wir sind in echt sehr turbulenten und ernsten Zeiten. Und da war das Wichtigste, was ich versprochen habe, Stabilität und Stärke in Bayern. Und das ist nach den jetzigen Ergebnissen gut möglich. Wir können eine bürgerliche Regierungsarbeit fortsetzen. Das ist ein klarer Regierungsauftrag für die CSU als Nummer eins. Auch ein klarer Regierungsauftrag für mich persönlich, wenn man die Bewertungen auch des Ministerpräsidenten nimmt. Und insofern, glaube ich, ist das ein starker Wählerauftrag, zugegebenermaßen, aber in schweren Zeiten. Es ging uns auch nicht um einen Schönheitspreis, sondern darum, dass wir in dieser, wenn man allein jetzt denkt, was gerade in Israel los ist, was uns bedroht, braucht es auch eine Regierung, die den Bürgern Schutz versprechen kann. Und das kann die bayerische Staatsregierung auch weiterhin. Und das auch zusammen mit den Freien Wählern? Ja, wir haben das vorher versprochen und haben gesagt, wir wollen die Arbeit zusammen fortsetzen. Die war auch in den letzten 5 Jahren sehr, sehr gut. Und deswegen ist das Ziel, auch noch in dieser Woche Gespräche, von meiner Seite jedenfalls Gespräche aufzunehmen, um die Regierungsarbeit fortzusetzen. Und Hubert Aiwanger ist bei uns, Chef der Freien Wähler und mutmaßlich auch künftig wieder Vizeministerpräsident von Bayern. Herr Aiwanger, was machen Sie jetzt mit dieser neuen Stärke in den Koalitionsverhandlungen, die ja dann bald beginnen? Ein Ministerium mehr? Also wir gehen fair mit der Thematik um. Jetzt schauen wir erstmal, wie sind die endgültigen Zahlen in Wirklichkeit. Es hat sich ja immer noch erwiesen, dass sich etwas bewegt. Und wir sind natürlich auch der Meinung, wir wollen mit der CSU gemeinsam weiterregieren, um hier keine Unklarheiten in Bayern aufkommen zu lassen. Es gibt in vielen anderen Bundesländern Konstellationen, wo man nicht mehr weiß, wer soll mit wem überhaupt regieren. Und die Bundesampel hat ja auch in den letzten Verhandlungen gezeigt, als die neue Ampel zusammengekommen ist, dass sie monatelang verhandeln mussten, bis das Land überhaupt wusste, wie es weitergeht. Wir werden in Bayern innerhalb weniger Tage klar Schiff machen und zeigen, wir wissen, dass wir miteinander gut arbeiten können.
Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Grünen. Leichte Verluste bedeutet das. Werden Sie sich dennoch Herrn Söder anbieten als Koalitionspartner? Erstmal Gratulation an die CSU und an Markus Söder zu dem Wahlsieg. Für uns Grüne kann ich sagen, wir sind klar in Bayern verankert. Wir werden das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte einfahren. Das macht mich stolz und auch sehr dankbar. Und selbstverständlich stehen wir als Demokratinnen und Demokraten immer zu Gesprächen bereit. Ich glaube, ein Weiter-so kann sich Bayern einfach nicht leisten. Wir haben große Herausforderungen, Klimaschutz, Ausbau der erneuerbaren Energien, Stärkung unserer Demokratie, wichtiger denn je, die müssen angepackt werden die nächsten 5 Jahre. Zu den Gewinnern des Abends gehört auch Martin Böhm, Spitzenkandidat der AfD hier in Bayern. Die AfD wird in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet. Eventuell werden Sie zweitstärkste Kraft im Landtag. Was machen Sie damit? Also das Ergebnis, was wir jetzt sehen und das Ganze hier noch ändern, zeichnet uns als zweitstärkste Kraft und damit vermutlich als Oppositionsführer im 19. Bayerischen Landtag aus. Das ist eine hohe Verantwortung, die nehmen wir gerne an. Und ich muss doch ganz verwundert feststellen, dass die eklatanten Verluste der Parteien, die bisher gesprochen haben, in einen Sieg umgemünzt werden. Die einzigen, die wirklich signifikant zulegen konnten, das sind wir mit 5%. Und da danke ich allen den vielen Helferinnen und Helfern, die diesen Wahlkampf für uns gut ermöglicht haben. Eine Machtoption haben Sie gleichwohl nicht. Wir müssen keine Machtoption haben. Das, was wir heute gezeigt haben, ist, dass eine Politik rechts der Mitte durchaus starke Bewegungen bei den Bürgern erzielen kann. Und wir schauen da schon in die Zukunft, schauen schon auf die Bundestagswahl. Da werden die Karten neu gemischt, diese Ampel-Abrisstruppe in Berlin abzulösen. Es gibt gute Mehrheiten rechts der Mitte in Deutschland. Und da arbeiten wir dran und dafür stehen wir. Sagt Martin Böhm, Spitzenkandidat der AfD. Ja, Jubel bei der AfD sehen wir. Wir schauen auch schnell noch auf weitere Stimmen dieses Abends. Es ist kurz nach 18 Uhr, als die AfD in Jubel ausbricht. In der ersten Prognose bestätigt sich, was sich bereits in den Umfragen angedeutet hat. Die Rechtsaußenpartei verbucht kräftige Gewinne, könnte gar zweitstärkste Kraft werden. Und er holt diesem Land unsere bewährte Demokratie zurück, liebe Freunde. Ratlosigkeit bei der SPD. Die Sozialdemokraten werden weiter ein Schattendasein in Bayern führen. Sie verlieren noch einmal und bleiben wohl im einstelligen Bereich. Erklärungsversuche. Es ist offensichtlich, dass wir es nicht geschafft haben, unsere landespolitischen Themen für ein bezahlbares Bayern genügend auf die Straße zu bringen. Es ist alles überlagert worden von der schwierigen Gesamtlage, in der wir sind. Die FDP in Schockstarre. Bis zuletzt hatten die Liberalen noch auf einen Stimmenzuwachs gehofft. Doch nun sieht es so aus, als würden sie aus dem Landtag fliegen, wie schon bei der vorletzten Wahl 2013. Heute ist kein Tag, an dem wir feiern. Heute ist ein trauriger Tag für unsere Partei und ein trauriger Tag für den Liberalismus in Bayern. Die FDP hat ihr Wahlziel, den ersten Wiedereinzug seit 1978 in den Bayerischen Landtag zu schaffen, verfehlt. Und wir werden in den nächsten 5 Jahren wieder mal außerparlamentarische Opposition in der Landespolitik sein. Unangefochten vorne bleibt die CSU. Allerdings zeichnet sich ein äußerst schwaches Ergebnis ab. Eines, das zu dem schlechtesten seit 1950 werden könnte. Gleichwohl ist die CSU recht zufrieden, sagt ein stabiles Ergebnis. Letzte Frage an Markus Söder. Prädestiniert Sie das auch, eine Rolle in der K-Frage der Union zu spielen? Können Sie sich dazu noch mal motivieren? Also da habe ich ja alles schon mehrfach vor der Wahl gesagt, es bleibt dabei. Ich habe einen Regierungsauftrag für Bayern, den möchte ich auch erfüllen. Und ich glaube auch so, wie der Landtag zusammengesetzt ist, mit einer so starken AfD braucht es auch einen sehr starken Ministerpräsidenten in Bayern. Und dafür bin ich da und alles andere kommt für mich in Frage. Ein richtiges Nein war das nicht? Doch. Okay, dann halten wir das jetzt an diesem Wahlabend auch noch fest und geben damit jetzt hier aus München mit Reaktionen auf das Wahlergebnis Bayern zurück nach Mainz. Dankeschön an die Runde aus Bayern. Und wir schauen jetzt nach Hessen. Dort bleibt die CDU von Ministerpräsident Rhein stärkste Kraft. Er kann sich aussuchen, mit wem er künftig regiert. Auf Platz 2 auch hier die AfD vor den Grünen. Die SPD mit Bundesinnenministerin Faeser als Spitzenkandidatin schneidet miserabel ab. Die Linke fliegt aus dem Landtag und die FDP muss noch zittern. Die aktuellen Zahlen aus Hessen hat wieder Matthias. Ja, und hier sind Sie, die neue Hochrechnung für Hessen, 19:09 Uhr. Demnach kommt die CDU
auf 34,9% mit deutlichen Zugewinnen, die Grünen auf 15,4% mit Verlusten, die SPD mit ungefähr den gleichen Verlusten auf ungefähr den gleichen Wert, die AfD 16,7% wäre damit zweitstärkste Partei und Zugewinnen, die FDP nach wie vor bei 5% und damit nicht sicher im Parlament vertreten, die Linke mit 3,5% nicht drin, die Freien Wähler mit ebenfalls 3,5% auch nicht, alle anderen kleineren Parteien zusammen 5,6%. Sitzverteilung im Wiesbadener Landtag, die sieht demnach so aus. 132 Sitze derzeit insgesamt. Die CDU 53, die Grünen 23, die SPD 23, die AfD 25 Sitze und die FDP, wenn sie denn die 5%-Hürde noch schafft, hätte 8 Sitze. Für wen würde das zum Regieren reichen? CDU und Grüne, Schwarz-Grün, die haben bisher regiert, kämen auf 75 Sitze, 67 braucht es, das reicht also. CDU und SPD genauso. Und ein Bündnis, ein Dreierbündnis von Grünen, SPD und FDP, was es ja überhaupt nur geben kann, wenn die FDP drin ist, das würde selbst dann nicht reichen. So viel die Zahlen in Hessen. Dankeschön, Matthias Vonhoff. Was der Ministerpräsident und seine Herausforderer zu diesen Zahlen sagen, das hören wir jetzt von Peter Wagner. Guten Abend nach Wiesbaden. Ja, guten Abend. Boris Rhein steht neben mir. Die Union, 7-8 Prozentpunkte dazugewonnen. Der Abwärtstrend ist gestoppt. Was kann die Bundes-CDU von der Hessen-CDU lernen heute? Ja, es ist natürlich ein schönes Ergebnis, wenn sich so abzeichnet. Ich bin natürlich sehr dankbar für das Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler. Das ist wirklich ganz großartig. Ja, und es ist ein klarer Regierungsauftrag für die Hessische Union. Und ich glaube, die Grundlage, und davon kann man lernen, ist wirklich Geschlossenheit und Freude an der Gemeinsamkeit. Und das leben wir in der Hessischen Union. Und das ist auch die Grundlage und die Voraussetzung für ein solches Wahlergebnis. Frau Faeser, ein so schlechtes Ergebnis hat die hessische SPD noch nie erreicht. Sie waren die Spitzenkandidaten. Gibt es persönliche Konsequenzen? Was machen Sie? Also erstmal möchte ich Herrn Rhein und der CDU in Hessen ganz herzlich zu diesem Wahlergebnis gratulieren. Ein sehr gutes Wahlergebnis, deswegen meine herzlichen Glückwünsche. Und ja, es ist ein sehr bitteres, sehr schmerzhaftes Ergebnis. Da gibt es überhaupt nichts dran schön zu reden. Wir stehen als SPD jetzt erstmal solidarisch zusammen. Wir werden das Wahlergebnis auswerten. Und ich bin natürlich enttäuscht, dass wir mit unseren Themen, mit kostenfreier Kita-Gebühren, mit Bildung, mit bezahlbarem Wohnen und auch mit der Frage nach zukunftssicheren Jobs nicht durchdringen konnten in diesem Wahlkampf. Sie gehen ja zurück nach Berlin, haben Sie gesagt. Bleiben Sie hessische Vorsitzende der SPD? Das werden wir sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Unsere Partei steht sehr solidarisch zusammen. Ich habe es gerade gesagt, wir waren gerade zusammen bei unseren Wahlkämpfenden, die wirklich einen großartigen Job gemacht haben. Und ich glaube, es zeichnet uns als SPD aus, gerade in Krisenzeiten zusammenzustehen. Wir gewinnen gemeinsam, aber wir verlieren auch gemeinsam. Herr Lambrou, die AfD ist die zweitstärkste Kraft geworden. Nun will aber dennoch keiner mit Ihnen zusammenarbeiten. Was heißt das für die künftige Arbeit in der Opposition? Es heißt erst einmal, dass das ein atemberaubendes Ergebnis ist. Das ist das beste Ergebnis der AfD in Westdeutschland jemals. Viele Menschen haben zum ersten Mal AfD gewählt. Das ist ein enormer Vertrauensvorschuss. Und dieses Vertrauen gilt es, die nächsten 5 Jahre zu erfüllen. Herr Al-Wazir, Sie wollten ja eigentlich Ministerpräsident werden und hat Ihnen der Wind aus Berlin heftig ins Gesicht geblasen. Was müssen eigentlich die Grünen im Bund lernen aus dieser Niederlage, die es ja nun wirklich ist? Also klar, wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht. Deswegen Glückwunsch an Boris Rhein. Er hat diese Wahl gewonnen, sehr klar. Wir haben immerhin unser zweitbestes Ergebnis, das es jemals gab, erzielt. Aber es stimmt, alle Parteien, die im Bund regieren, hatten keinen Rückenwind, mussten bergauf kämpfen. Das sieht man auch an den entsprechenden Ergebnissen. Und wenn ich das nochmal sagen darf, für mich als Lehre auch aus dieser Wahl ist, dass wir eine Haltung von Vernunft brauchen und gemeinsamer Problemlösung. Weil ich will mich nicht damit abfinden, dass dieser blaue Balken so hoch gestiegen ist und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Probleme zu lösen und zwar in einer Haltung des Problemlösens und nicht des wechselseitig aufeinander Einschlagens. Herr Rhein, mit wem wollen Sie Probleme lösen in Zukunft? Sie können sich die Koalitionspartner aussuchen. Na, jetzt kommt es erstmal darauf an, in Sondierungsgesprächen miteinander Schnittmengen zu finden und Schnittmengen zu suchen. Und dann ist es natürlich für uns wichtig, so viel CDU wie möglich umzusetzen. Aber das wird jetzt die Zeit ergeben und die Gespräche ergeben. Wir werden diese Gespräche allen anbieten, dem grünen Koalitionspartner, der SPD und auch der FDP.
Vielen Dank. Und damit zurück nach Wiesbaden zu Barbara Hallweg, nach Mainz zu Barbara Hallweg ins Heute-Studio. Dankeschön an die Runde aus Hessen. Wir haben es gehört, das Ergebnis dieser Landtagswahlen muss der Bundesregierung in Berlin zu denken geben. Die SPD hat angekündigt, Nancy Faeser trotz ihres schlechten Abschneidens in Hessen als Bundesinnenministerin zu halten. Die Union sieht sich bestärkt, die AfD feiert. Reaktionen aus Berlin. Es ist kein Tag zum Feiern. Wir sehen das mit Blick auf Israel. Wir waren eben noch mit Friedrich Merz auch beim Brandenburger Tor. Das nimmt einen schon mit. Stellt vieles in den Schatten. Trotzdem klar, das Ergebnis ist sensationell. Der Boris Rhein hat einen sensationellen Wahlkampf gemacht, fehlerfrei, klare Themenfokussierung. Und die CDU Hessen war geschlossen. Genauso muss es sein. Insofern Glückwunsch nach Hessen. Ein bitterer Abend in beiden Bundesländern. Die Ergebnisse haben sehr komplexe Ursachen, die sicherlich nicht in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen sind. Aber wir sind natürlich nicht taub und blind, sondern wir sehen, dass die drei Parteien der Ampelkoalition in beiden Bundesländern verloren haben. Und wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampelkoalition erkennen. In diesen Wahlergebnissen liegt auch eine Botschaft für uns. Ich glaube, als Grüne können wir sagen, dass wir zwei stabile Ergebnisse haben. Wir haben zweimal das historisch zweitbeste Ergebnis in unserer Geschichte. In Bayern noch die Chance, auf Platz zwei zu kommen. Das heißt, wir haben gezeigt, dass wir im ganzen Land verankert sind. Und das ist eine gute Basis. Die Ergebnisse setzen sich natürlich zusammen, vor allen Dingen unseres, dass wir über die Jahre immer mehr Menschen von unserer freiheitlichen Politik überzeugen konnten. Punkt eins. Punkt zwei, kommt hier ein Sondereffekt dazu, dass das natürlich eine Denkzettelwahl für die Ampelregierung gewesen ist. Wir merken, dass vor dem Hintergrund im Augenblick der vielen Themen, die die Menschen beschäftigen, doch Stabilität ein wichtiger Faktor war. Wir sehen natürlich auch, dass das Regierungshandeln in Berlin sich auf die Landtagswahl niederschlägt, weil ja alle drei Partner auch hier in Hessen haben Einbußen hinnehmen müssen. Die Umfragen haben es in den letzten Tagen ja bereits angedeutet und es wird auch durch die ersten Prognosen bestätigt. Der Rechtsruck ist nun auch im Westen der Republik mit voller Wucht angekommen. Die Wahlen in Bayern und in Hessen markieren damit auch das Scheitern der Ampel und ihrer Politik. Jetzt zum anderen großen Thema dieses Sonntags nach Israel. Wir werden die Verstecke der Hamas in Trümmer legen, droht Ministerpräsident Netanyahu. Am Tag nach dem terroristischen Großangriff der radikal-islamistischen Hamas versucht Israel, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Die Zahl der Toten auf israelischer Seite ist mittlerweile auf mehr als 700 gestiegen. Bei den Gegenschlägen im Gazastreifen starben bislang mindestens 370 Menschen. Volker Dutschek berichtet. Der Krieg war schon lange nicht mehr so nah. Das hier ist Tel Aviv und die Angriffe der Hamas haben auch hier deutliche Spuren hinterlassen. Die Menschen wurden von dem Großangriff der Palästinenser überrascht. Viele haben sich zwar unverletzt gerettet, doch der Schock, die Verunsicherung bleiben. In vielen Teilen des Landes, wo seit gestern mehr als 3200 Raketen und Artilleriegeschosse eingeschlagen sein sollen, alle vertrauten auf den vielbeschworenen Abwehrschirm und jetzt das. Wo ist die Armee, die Regierung, wo sind all die Sicherheitsfaktoren, die das israelische Volk an jedem Ort schützen müssen, angesichts dessen, was hier in Israel geschieht? Hier herrscht Chaos. Es gibt immer noch Terroristen in der Stadt. Israels Antwort auf die Angriffe kam prompt. Bomben auf Gazastadt und den Gazastreifen, viele Tote, noch mehr Verletzte. Am Mittag erklärt das israelische Sicherheitskabinett den Kriegs- und Notzustand. Eine Maßnahme, die Ministerpräsident Netanyahu das Recht gibt, umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Viele Beobachter halten eine Bodenoffensive nicht für ausgeschlossen. Die Sorge im Westen über eine Ausweitung des Konflikts wird größer, denn Israel nimmt am Morgen auch die Hisbollah-Miliz ins Visier. Die pro-iranische Schiitenorganisation hatte vom Norden, vom Libanon aus, auf israelisches Gebiet geschossen. Schon am zweiten Kriegstag spitzt sich die humanitäre Lage zu, auch im Gazastreifen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits 20.000 Palästinenser in Schulen Zuflucht gesucht. Michael Beverung ist nördlich von Sderot in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens. Michael, hat Israel die Gebiete rund um den Gazastreifen wieder unter Kontrolle?
Also ich stehe hier direkt an einer Sammelstelle für Verletzte. Und am Nachmittag hatte ich aber die Gelegenheit, mich für ein paar Stunden in Sderot selber umzuschauen. Das gleicht einer Geisterstadt, keine Menschen auf der Straße. Die sind immer noch verängstigt, zu Hause in ihren Bunkern vom gestrigen Massaker. Soldaten durchkämmen die Stadt. Und wie wenig sie tatsächlich noch die Kontrolle haben, wir haben es gehört in einem O-Ton, hier sind immer noch Terroristen. Das haben wir selbst gemerkt, als wir ein Interview geführt haben und vielleicht 50, 100 Meter entfernt es auf einmal zu einem Feuergefecht kam. Also von Kontrolle in dieser Region um Gaza kann noch nicht die Rede sein, auch noch nicht in den anderen Orten. Und in Sderot ist heute Abend wieder eine komplette Ausgangssperre verhängt worden. Der israelische Ministerpräsident erwartet einen langen und schwierigen Krieg. Israel hat den Kriegszustand ausgerufen. Was bedeutet das? Also alle Zeichen deuten auf einen lang anhaltenden Bodenkrieg hin, eben auch einen Krieg am Boden und möglicherweise gleich an zwei Fronten. Denn wenn Israel in den Gazastreifen einmarschieren wird, dann wird das möglicherweise die libanesische Hezbollah im Norden verleiten, Israel in einen Zwei-Fronten-Krieg zu treiben. Israelische Behörden sagen, sie sind auf alles vorbereitet. Der Generalstab hat heute mehrere hunderttausend Reservisten einberufen. An der Grenze im Süden zum Gazastreifen und im Norden werden Ortschaften evakuiert. Wir selber haben hier in Sderot einen erheblichen Truppenaufmarsch beobachten können, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie, die Feuer hier ununterbrochen, das kann man immer wieder hören, schon jetzt in den Gazastreifen. Was natürlich noch ein großes Problem aus militärischer Sicht darstellt, wenn die Israelis in den Gazastreifen einmarschieren, dann ist das Leben der 100 verschleppten Geiseln dort unmittelbar gefährdet. Und deswegen laufen momentan die Bemühungen, zumindest die Älteren, die Frauen und Kinder auf dem Verhandlungswege frei zu bekommen. Das wird aber nicht mit allen Geiseln gelingen, aber das wird Israel auch nicht von einer Bodenoffensive letztendlich abhalten. Michael Weberunge live aus Israel. Vielen Dank für diese Informationen. Mehr als 100 Menschen, so schätzt die israelische Regierung, sind von den Hamas-Kämpfern nach Gaza verschleppt worden. Unter ihnen eben auch Frauen, Kinder, Ausländer. David Röhmhild über die quälende Situation der Angehörigen. Die Ungewissheit ist kaum auszuhalten am Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv. Eine Infostelle haben Polizei und Militär hier eingerichtet. Die Menschen hoffen, etwas über ihre Angehörigen zu erfahren. Bringen deren Kleidungsstücke mit für DNA-Proben. Mor Strikowski ist gekommen, um ihre Mutter als vermisst zu melden. Sie und ihr Ehemann und die Nachbarn wurden von der Hamas entführt. Vermutlich sind sie in Gaza. Ich hoffe, sie behandeln sie gut. Ich hoffe das wirklich sehr. I really hope so. Auch von einem Musikfestival unweit des Gazastreifens verschleppt die Hamas gestern bei Rehm offenbar mehrere Menschen. Dieses Video soll die junge Israelin Noa Agamani und ihren Freund zeigen. Ebenfalls unter den Entführten wohl auch eine 22-jährige deutsche Staatsbürgerin Shani Lok. Ihre Mutter stammt aus Ravensburg und bittet um Hilfe. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank. Unklar ist immer noch, wie viele Menschen genau von den Hamas-Angreifern als Geiseln genommen wurden. Israel hat nun Ägypten um Hilfe gebeten, sich für die Sicherheit der Geiseln einzusetzen. Bundeskanzler Scholz hat Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert. Er betonte auch, man akzeptiere es nicht, wenn die, Zitat, abscheulichen Attacken gegen Israel hier gefeiert würden. Gestern Abend hat die Polizei eine nicht genehmigte pro-palästinensische Demonstration in Berlin-Neukölln aufgelöst. Es gab Auseinandersetzungen. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin bekündeten heute rund 2000 Menschen ihre Solidarität mit Israel. Dramatisch ist auch die Lage der Menschen in Afghanistan. Dort stieg nach den starken Erdbeben gestern die Zahl der Toten deutlich an. Mehr als 2400 Opfer melden die regierenden Taliban. Hunderte Menschen seien in der Provinz Herat unter ihren Häusern begraben. Helfer suchen teils mit bloßen Händen in den Trümmern, in der Hoffnung, noch Überlebende zu finden, so wie dieses kleine Mädchen.
Die Region war gestern von mehreren Beben mit Stärken bis 6,3 erschüttert worden. Jetzt ein harter Schnitt zu einer erfreulichen Meldung vom Sport. Lukas Dauser hat bei der Turn-WM in Antwerpen am Barren die Goldmedaille gewonnen. Er ist der erste deutsche Turner mit WM-Gold seit Fabian Hambüchen vor 16 Jahren. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Im Norden und Osten zeitweise Regen, im Südwesten freundlich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 12 Grad an der Havel und 28 Grad am Oberrhein. So viel von uns. Um 19.35 Uhr sendet das ZDF ein Spezial zur Lage in Israel. Danke für Ihr Interesse. Alles Gute Ihnen. Hier geht's jetzt weiter mit unserem Wahlstudio und Bettina Schossen.